Hallöchen und herzlich willkommen. Mein Name ist Struppi All In. Heute lade ich euch herzlich zu einem Video ein, und zwar zu einer ganz speziellen Demo, und zwar von Resident Evil 7 Beginning Hour. Und wie ich hier gerade schon sehe, ist das die Mitternacht-Version. Naja, wenn ihr sehen wollt, wie ich mich erschrecke, und das werde ich wahrscheinlich, dann bleibt dran. Wollen wir doch mal das Spiel beginnen. Oha. Alter. Oh. Jesus Christ. Boah, Kamera braucht kein Mensch, ne? Ja, ey, befrei mich mal, du Honk. Ja. Keep still. Was war das? Kommen Sie aus dem Haus. Ach, warum? Sieht doch echt schön aus. Wunderschön. Es sieht so aus wie bei mir zu Hause. Was wollt ihr eigentlich? Das war jetzt übrigens ein kleiner Witz. Oh. Hier fehlt eine Sicherung. Ja. Deswegen habe ich da jetzt draufgeklickt. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich nicht irgendeine Waffe haben? Also die Spinnenweben passen echt hervorragend zu dem restlichen Ambiente. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Halt! Ist ja gut, ich hau ja schon ab. Ich wollte nur... Kakerlack. Na, das habe ich alles gesehen. Was ist denn hier drinne? Aber schnell... Hätte ja auch einfach sein können. Den Raum hätte ich besser nicht geöffnet. Ach du Scheiße. Oh! Bolzenschneider, damit kann man doch das Ding da öffnen. Hier die Kette da. Oh, leck mich doch am Arsch. Dämliche Puppe. Oh, leck mich doch am Sack. Oh. Oh. Okay, okay. Video. Okay. Ja, ist okay. Dann... Oh,
Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Ihr wollt doch nicht allen Ernstes in dieses Haus. Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Aha. Ja, dumm ich auch. Laufen wir? Nein. Okay, los geht's. Tür ist zu. Gott sei Dank. Lass uns wieder gehen. Die Tür ist nicht... Die Tür war nicht umsonst abgeschlossen. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Vermutlich schon. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Immer diese Straße. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy! Mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Chris, Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Was ist denn hier drinne? Ach, warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Den kann man doch mit Sicherheit nicht ohne Grund öffnen, du. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? Bin gerade mal André. Irgendwie ein bisschen perplex. Ich weiß gerade mal nicht. Clancy, weißt du, wo André hin ist? Na, lecker. So, mir wird gesagt, da ist doch irgendwas. Dietrich. Okay. Oh. Die ist schon mal leer. Okay. Wird mit Sicherheit noch irgendeine Bedeutung haben, aber schätze mal, ich werde nicht. Ist ja gut. Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Was war das? Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber. Da ein war. Kameramann wie du, Clancy? Ey, da war gerade. Du bleibst bei mir! Ey, ich verpiss mich hier gleich aus diesem Haus. Was war das denn? Na, geh rein. Hast du es gehört? André! Wo zum Teufel ist der? Ah!
André, wo bist du, Mann? Anscheinend nicht mehr da. Lass uns hier raus. Bin doch nicht verrückt, doch. Was zur Hölle? Hä? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung. Ja, gute Idee. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, hübscher Keller. Very, very hübsch. Oh Gott. Oh, tolles Video. Sehr informativ. Aber mal gucken, was hier noch so weiter rum ist. Weil ich hab ja da... Wenn wir das in dem Video da... Ah. Hintertürschlüssel. Hier runter kann man ja wahrscheinlich sowieso nicht. Also wieder ganz schnell hier raus. Ich habe auch nie irgendwas gesehen. Ey, ich gehe nicht mehr aus diesem Raum raus. Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? In dem Video hat man doch da irgendwas gesehen. Doch. Eine Axt. Scheiß drauf, nimm ich. Hier war. Ah, stimmt, wie in dem Video nichts drin. Ah! Oh, leck mich doch am Arsch. Oh. Also ich würde sagen, ich verzichte jetzt einfach mal auf diese Sicherung. Und ich hab doch den Schlüssel. Ja, schnell hier raus. Schnell hier raus. Nein. In der Familie. Was habe ich getan? Still. Ja, beeil dich, Alter. Hopp, 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 hopp. We gotta get the hell out of here. Hinter dir! Ah! Ist ja gut. Oh. Ja, willkommen in der Familie. Danke. Danke. Nur ob ich das wirklich will, ist eine andere Frage. Oh. So, Pumpe, schlag mal wieder langsamer. Oh. Heidewitzka.
Heidewitzka, was war das schrecklich? Boah, heftig. Absolut heftig. Also eins weiß ich, auch wenn ich nicht gerade so auf Horror stehe, aber dieses Spiel ist der pure Wahnsinn. Ja klar, alle Resident Evil-Teile sind der pure Wahnsinn. Aber ich glaube, das toppt alles. Und wie ich hier gerade sehe, habe ich ein schlechtes Ende erwischt. Naja, besser ein schlechtes Ende als gar kein Ende, ne? Ich meine, ich war fast draußen, fast. Fast war ich durch die Tür raus und dann heißt es willkommen in der Familie und da barft er mir einen auf der Nase. Oh, dafür hau ich dem Typen noch eine. Ja, also ich hoffe doch wirklich, dass dieses Video euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir lieben gerne einen Daumen nach oben da lassen oder vielleicht ein Abo. Es würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen und es würde mich sehr, sehr freuen. So, bis dann. Tschüss.